Herzlich willkommen zum neuen Video-Ausschussreport zum Digitalausschuss im Bundestag. Eigentlich hätte ich euch von einer Anhörung zum Thema die Datenstrategie der Bundesregierung was erzählt. Die war eigentlich angesetzt, musste leider ein paar Tage vorher abgesetzt werden, weil die Bundesregierung die Datenstrategie nicht vorgelegt hat. Dann können natürlich auch Sachverständige keine Meinung dazu haben. Wann sie kommt, weiß keiner, auch nicht die Bundesregierung. Wir haben uns also kurzfristig zwei andere Themen gesucht. Zum einen haben wir uns über die Digital Services for Germany GmbH, die sich im Besitz des Bundeskanzleramts befindet, aufklären lassen. Zum zweiten haben wir uns einen Sachstand geben lassen zu Verhandlungen in der Europäischen Union, wo Deutschland noch während der deutschen Ratspräsidentschaft, also bis Ende des Jahres, eine Verordnung durchpushen will zur Beseitigung terroristischer Online-Inhalte. Darüber will ich euch zuerst erzählen. Diese Verordnung gegen terroristische Online-Inhalte hat im Wesentlichen einen Zweck. Da soll grenzüberschreitend innerhalb von Europa ein Land anordnen können, dass Inhalte, die in einem anderen Land gehostet sind, innerhalb von einer Stunde entfernt werden sollen. Können Sie natürlich auch für Ihr eigenes Land machen, aber da ist es weniger strittig. Aktuell ist diese Verordnung hoch umstritten. Das Europäische Parlament hat viele Fragen und ich kann euch sagen, auch wir im Digitalausschuss hatten viele Fragen. Selten haben wir eine Debatte mit der Bundesregierung gehabt, die derart unangenehm war. Zwischendurch kam es einem vor, als würde man Aale fangen. Wir haben einfach keine vernünftigen Antworten gekriegt. Was ist strittig an dieser Verordnung? Zum einen gab es lange Debatte darüber, dass es ein sehr labbriger Begriff von Terrorismus ist. Welche Inhalte sind denn gemeint? Wer legt denn das fest und nach welcher Definition? Das war mal eine sehr weit gefasste. Jetzt behauptete die Berichterstatterin des Bundesinnenministeriums, soll sie sehr eng gefasst sein. Sie soll jetzt der Terrorismusdefinition in der Terrorrichtlinie der EU entsprechen. Ich habe gefragt, ja, was steht denn da? Und die Antwort war Aufrufe zu Terroranschlägen, Anleitungen zum Waffen- oder Bombenbau und Aufrufe zum Beitritt oder zur Unterstützung terroristischer Vereinigungen. Genau legt das aber das jeweilige Mitgliedsland fest, das einen Inhalt beseitigen möchte. Und da sind wir schon gleich beim nächsten strittigen Punkt. Was ist denn, wenn eine ungarische Behörde mit einem etwas fragwürdigen Verständnis von Rechtsstaat einen Inhalt als terroristisch einstuft, der Hoster sich in Deutschland befindet und da vielleicht eine andere Meinung dazu hat? Dann hat der Hoster eine Stunde Zeit und ich habe mir den Prozess genau erklären lassen, wie das dann eigentlich im Zusammenspiel mit dem Sitzstaat, nämlich unserem in diesem Fall, wo der Hoster sich befindet, läuft. Das soll so sein, dass nicht nur der Hoster die Info bekommt, in einer Stunde muss der Inhalt weg sein, sondern auch die zuständige Behörde im Mitgliedsland, wo der Hoster seinen Sitz hat, in diesem Fall Deutschland. Deutschland hat dann 24 sagenhafte Stunden, also einen einzigen Tag Zeit, Veto einzulegen. Das heißt aber nicht, dass der Inhalt so lange online bleibt, sondern der ist erstmal weg. Aber wenn innerhalb von 24 Stunden Veto eingelegt wird, dann wird der Inhalt wieder eingestellt. Schweigen gilt übrigens als Zustimmung nach aktuellem Verhandlungsstand. Also wenn, sagen wir mal, es der erste Weihnachtsfeiertag in Deutschland ist oder Neujahr und diese Behörde vielleicht nicht so wahnsinnig besetzt ist oder vielleicht ganz viele solche Anfragen auf einmal kommen und 24 Stunden ist um, dann Pech gehabt. Das Europäische Parlament hat im Übrigen durchgesetzt, dass es Ausnahmen, überraschenderweise, entspricht glaube ich den Grundrechten, gibt für journalistische Inhalte, für wissenschaftliche Inhalte und für Bildungsinhalte. Wie das so schnell entschieden werden soll und wer das machen soll, das ist ein anderer strittiger Punkt. Das kann nämlich ja eigentlich ein Upload-Filter nicht leisten. Davon haben wir sehr, sehr viele Erfahrungen in der Vergangenheit. Upload-Filter muss man doch überhaupt nicht benutzen, sagten uns da die Vertreter des BMI. Steht auch gar nicht drin in der Verordnung, da steht überhaupt keine Stelle, welche technischen Voraussetzungen man erfüllen muss. Das hat uns alle echt aufgeregt und ich fand Manuel Höferlin von der FDP, muss ich ausnahmsweise mal loben, hat das sehr schön beschrieben und hat gesagt, wissen Sie, das ist ungefähr so, als würden Sie in die Verordnung schreiben, man muss innerhalb von einer Stunde von Berlin nach Frankfurt am Main kommen und Sie schreiben, man kann auch zu Fuß gehen oder eine Pferdekutsche nehmen, das steht ja da nicht drin. Man muss natürlich fliegen, weil anders kommt man da nicht hin. So ist das auch mit Upload-Filtern. Ohne Upload-Filter kann ich die Inhalte in einer Stunde im Durchschnitt normal eigentlich gar nicht entfernen. Upload-Filter können keine Bildungsinhalte, journalistische Inhalte oder wissenschaftliche Inhalte von echten terroristischen unterscheiden. Aber auf dieses Argument ließen sie sich leider nicht ein. Sie haben uns mindestens dreimal gesagt,
Man könnte ja auch ganz viele Menschen einstellen, dann bräuchte man keine Upload-Filter. Ja, klar, total realistisch. Und außerdem, die künstliche Intelligenz würde sich so schnell weiterentwickeln, die Technik, die entwickelt sich so grandios, das wird schon alles gut gehen. Wird es, glaube ich, nicht. Ich habe auch gefragt, was passiert denn, wenn der Inhalt nicht entfernt wird? Ja, da gibt es natürlich Sanktionen, das ist alles strafbewehrt. Ich fragte, was sind denn das so für Sanktionen? Da hieß es, das denkt sich das Mitgliedsland selber aus. Wird also ein Wildwuchs, jedes Land wird eigene Sanktionen haben, aber natürlich wird man unterscheiden, ob es ein erster Fall, ein Wiederholungsfall, ein kleiner oder ein großer Hoster ist. Kleine Hoster, da verzeiht man beim ersten Mal auch, wenn es bis zu 12 Stunden dauert. Na dann ist ja alles gut. Ich wüsste natürlich gern, wer macht denn dann in Deutschland die Bearbeitung dieser Vetos? Also wer überprüft zum Beispiel eine ungarische Löschanforderung? Ja, das legt der Mitgliedstaat fest. Das steht auch nicht in der Verordnung. Habe ich gesagt, naja, Sie sind ja jetzt die verhandelnde Stelle vom Bundesinnenministerium. Haben Sie da eine Vorstellung davon, wer das in Deutschland machen soll? Nein, dazu gibt es noch keine Position. Jede Menge offener Fragen also, immer noch jede Menge Kontroversen und ein sehr ungutes Gefühl auf Seiten des Digitalausschusses. Da waren wir uns ausnahmsweise alle einig. Das zweite Thema war etwas erfreulicher. Da geht es um die Digital Services for Germany GmbH. Eine GmbH, die sich inzwischen im 100%igen Besitz des Bundeskanzleramts befindet. Die ist noch ganz klein im Embryonalstatus und ist aus zwei Fellowship-Programmen hervorgegangen. Tech for Germany und Work for Germany. Das waren ja immer nur so wie temporäre Scholarships, wo man als Externer in der Verwaltung digitales verrücktes Zeug entwickeln konnte. Jetzt soll man das verstetigen innerhalb dieser GmbH. Bis zum zweiten Quartal 2021 soll sie aufgebaut sein. Dort dann ungefähr 50 Leute beschäftigen. Und das Ziel ist, digitale Lösungen zu entwickeln mit der Bundesverwaltung und für die Bundesverwaltung. Warum ist das denn dann eine GmbH, könnte man sich zu Recht fragen. Dafür gibt es ein paar ganz gute Argumente. Das wahrscheinlich schwerwiegendste ist, die Leute, die man dafür braucht, kriegt man unter den Rahmenbedingungen des normalen öffentlichen Dienstes einfach nicht. Weil sie entweder zu den Tarifbedingungen nicht bezahlen, weil der Markt einfach viel mehr bezahlt, oder aber, weil sie den formalen Kriterien nicht genügen. Da steht dann für bestimmte Stellen und Gehaltsgruppen drinne, man muss zum Beispiel ein einschlägiges Hochschulstudium haben. Gerade im Bereich Digitales haben wir das ganz oft nicht. Das sind hochkompetente Leute. Auf dem Papier haben sie aber diese formalen Kriterien nicht. Will man also gute Leute bekommen und die auch besser bezahlen als im öffentlichen Dienst, damit man sie überhaupt bekommt, dann geht das halt über diese GmbH. Die GmbH ist aber eine etwas besondere GmbH, was sie übrigens auch befreit vom Vergaberecht. Das ist nämlich eine, die einerseits dem Bund gehört, andererseits aber auch ausschließlich für den Bund arbeitet, also nicht irgendwo am freien Markt. Deswegen muss sie nicht auf Ausschreibungen sich bewerben, sie kann wie eine Inhouse-Behörde einfach beauftragt werden. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung soll übrigens trotzdem stattfinden. Diese Ausnahmen vom Gehaltsschema des öffentlichen Dienstes, die gelten aber nur für die Technical Services Teams, also die, wo wirklich das spezifische technische Know-how drinsteckt. Das, was sie sich vorgenommen haben, ist vor allem maximal nutzerfreundlich Dienste zu entwickeln. Man stelle sich also so eine schicke kleine App vor, mit der man irgendwelche Dienste machen soll. Die haben auch mal gefragt, was für Projekte haben die denn so vor? Ein Projekt, das die gerade planen, das soll auch bis zum Mai ungefähr schon fertig sein. Das ist für das Bundesfinanzministerium eine sehr einfache, leicht zu bedienende Steuererklärung für RentnerInnen zu machen. Finde ich gar keine schlechte Idee, so für den Anfang. Einen anderen Auftrag haben sie jetzt noch parallel vom Gesundheitsministerium. Da schwärmen sie aus, gucken sich Gesundheitsämter an und uns wurde beschrieben, das soll auch die Standardarbeitsweise sein. Erstmal das Problem vor Ort bei den NutzerInnen und AnwenderInnen zu erforschen. Die gehen also raus in die Gesundheitsämter, gucken, was da aus welchen Gründen wie schief läuft, was man technisch und wenn ja wie lösen könnte. Dann entwickeln sie Ideen, entwickeln frühe Prototypen, testen die wieder direkt vor Ort, so wie man es ehrlich gesagt auch am besten macht, wenn man Software entwickelt. Und dann kann es irgendwann in die Gesundheitsämter kommen und vielleicht deren Leben erleichtern. Dieses nervige Klingelgeräusch übrigens ist in Wirklichkeit noch viel länger, als ihr das jetzt gehört habt. Das sagt Bescheid, dass in 5 Minuten im Plenum
alles wieder losgeht. Dann ist es nämlich 9 Uhr. Ich nehme dieses Video am Donnerstag auf. Dann kommt jetzt gleich die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zu den neuen Corona-Maßnahmen. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit den Digital Services. Eins wollte ich euch noch erzählen, nämlich wie denn überhaupt diese Projekte gestartet werden. Da kommen Bundesbehörden und sagen, wir hätten gerne dies oder jenes und es ist absehbar, dass es zu viele werden. Und dann sucht sich dieses Digital Services, diese GmbH nach transparenten Kriterien, wurde uns gesagt, aus, auch passend zu den Ressourcen, die sie haben, welches davon sie machen. Und natürlich muss das dann auch bezahlt werden vom Bund. Die ersten Jahre trägt sich das nicht selber. Über 7 Millionen Euro sollen da fließen. Im nächsten Jahr 3 Millionen Euro. Aber in 2024 und danach soll sich diese GmbH selber tragen. Vielleicht sogar Gewinne erwirtschaften. Die gehen an den Bund oder werden reinvestiert. Alles, was dort entwickelt wird, soll übrigens Open Source sein. Und das ist gar nicht so einfach. Uns hat die Chefin dieser GmbH erklärt, dass sie da schon echt Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil ganz viele Verwaltungen noch denken, IT-Security by Obscurity sei eine gute Lösung, also IT-Sicherheit, indem man Dinge ganz geheim macht und die Software nicht offenlegt. Man weiß inzwischen, das stimmt nicht. Ich hoffe, dass sie sich damit durchsetzen. Versprochen haben sie nämlich auch, dass wie bei der Corona-Warn-App der gesamte Entwicklungsprozess von allen Anwendungen auf GitHub erfolgen soll, unter Beteiligung der Community, die Bock hat, daran mitzuarbeiten. Fand ich, klang erstmal alles super. Ich werde neugierig das Ganze weiter beobachten, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Jetzt aber schnell runterrennen zur Bundeskanzlerin und hören, was sie uns zu sagen hat. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.